Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Zwangsversteigerung. Ja? Sagen, oh, da gibt es Schnäppchen. Ja, wenn Sie Ihr Haus, was Sie besichtigen oder was Sie kaufen wollen, nicht besichtigen wollen, dann gibt es ein Schnäppchen. Ja? Oder da gibt es dann ein Gutachten. Die meisten Deutschen, wir sind leider irgendwie so gepolt. Ja, wenn Sie irgendein Siegel sehen oder ein Gutachten, dann glauben Sie das. Ja? Ich habe selbst eine Zeit lang auch in Zwangsversteigerungen auch Immobilien gekauft, die ich teilweise, wo ich gar nicht wusste, wo die stehen. Und ich habe mich nie auf diese Gutachterwerte verlassen, weil die teilweise alt sind. Die sind teilweise zwei, drei Jahre alt. Die Bank gibt das in Auftrag, da wird ein Gutachten gemacht und dann geht das vielleicht erst zwei, drei Jahre später in die Zwangsversteigerung. Danach kann der Markt so gegangen sein, der kann aber auch von hier nach da gegangen sein. Dann nützt Ihnen Gutachter überhaupt nichts. Es ist auch aus meiner Sicht immer so, dass die meisten Leute sich auf den Gutachter verlassen, dann können sie wenigstens einen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn dann das Haus doch schlecht ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!